Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Börsenwoche hier auf Aktienlust TV. Und ihr seht es, wir lassen uns nicht gänzlich kleinkriegen, was das Thema Livestreaming angeht. Denn wir haben natürlich hier im Büro eine andere Technik als im Fuchsbau. Und natürlich die uns lang verfolgen, wissen das, was letzte Woche passiert ist. Wer das nochmal genau nachvollziehen will, der Hackerangriff, es gibt ja entsprechend das Video auf unserem Kanal. Aber heute geht es natürlich wiederum um dieses Thema, vor allen Dingen das Thema KI. Das werden wir nachher nochmal ausführlich besprechen. Und eigentlich sollte Oliver Roth auch schon zugeschaltet sein. Wir suchen ihn noch, die Verbindung steht noch nicht ganz, aber der Mick ist schon in der Leitung. Und von daher will ich es auch gar nicht spannend machen, sondern begrüße Mick in Frankfurt. Hallo Mick. Ja, servus Jung. Ja, Mick, du warst am Donnerstag live dabei, was bei uns da passiert ist. Ja, ich habe jetzt auch mitgekriegt, wir sind da nicht allein. Wenn einem da einmal sowas passiert, dass da wirklich so ein konzertierter Angriff erfolgt, dann kriegt man erstmal mit, wem das alles so passiert. Also Hackerangriffe scheint wirklich so nicht gerade unüblich zu sein. Nein, liegen an der Tagesordnung, Jürgen, und glaube mir, ich kann das hier von der Deutschen Börse AG auch berichten. Da habe ich mal irgendwann gehört, der wird stündlich versucht, auf die Server zuzugreifen. Klar, da geht es natürlich um sehr, sehr sensible Kundendaten, aber bis dato ist zumindest der Deutschen Börse AG, gut, die haben noch ein bisschen größere IT-Abteilung, nichts passiert. Aber so kann man sich das vorstellen, dass halt eben die Unternehmen, die großen Banken natürlich allesamt da halt eben tatsächlich diesem Cyber Angriffen durchaus immer wieder ausgesetzt sind. Ja, Mick, eigentlich war es von der Reihenfolge ja umgekehrt angedacht, dass ich erst mit Oliver über die bestimmten Themen, gerade auch über das Thema KI spreche. Wenn nicht, machen wir das nach zwei, wenn wir den Oliver heute irgendwie nicht in die Sendung kriegen. Wir haben das ja auch auf alle Fälle auf dem Schirm, aber wir fangen erstmal mit dem DAX heute an. Ja, Wochenauftakt, ja, der DAX hält sich nach wie vor stabil. Ja, die 18.000 Punkte, das ist so die Marke, um die es geht. Ja, eigentlich ganz tapfer. Ja, muss man sagen. Wir lagen heute im frühen Handel auch direkt mal bei 18.015 Punkte. Das war jetzt noch nicht unbedingt der Angriff auf unser altes Rekordhoch. Danach sind wir mal ein bisschen runtergegangen. Aktuell liegen wir so in etwa bei 17.920, 930. Also ganz leichter Verlust in Frankfurt. Aber wir wissen ja auch de facto, woran es liegt, woran die Zurückhaltung jetzt heute und morgen liegen dürfte, weil ab morgen findet sie ja statt, die sogenannte Federal Reserve Conference. Und am Mittwoch soll es ja dann um 19.30 Uhr den US-Zinsentscheid mit Jerome Powell geben. Ja, und so lange wird sich hier tatsächlich auch keiner großartig aus dem Börsenfenster trauen. Ja, kommen wir mal nach New York. Dort der S&P 500, ja zum Wochenende hin. Ja, so ein bisschen, es fehlen die Impulse, klar, vor der Zinsentscheidung. Ich meine, wenn wir uns den S&P 500 im Chart anschauen natürlich, der hängt natürlich nach wie vor deutlich über dem inneren Trend der 200-Tage-Linie. Wahnsinn, oder? Ja, es ist schon enorm, muss ich sagen, was beim S&P 500 geht. Meine, am Freitag haben wir ja gesehen, da haben die US-Börsen dann zu Handelsschluss auch mal ein bisschen ausgeatmet. Aber das waren ja jetzt keine hehren Verluste. Meine, man hatte ja letzte Woche noch das Thema Verbraucherpreise, Inflation auf der Uhr. Da waren die Daten nicht unbedingt so, wie man sich das gewünscht hätte. Aber die Indizes, die halten auf jeden Fall. Ja, und dann werfen wir auch noch kurz einen Blick auf den Nasdaq 100, ja, da war es ja letzte Woche interessant, ja, wir hatten Gewinnmitnahmen auf der einen Seite bei den Gewinnern und auf der anderen Seite plötzlich wieder die Big Techs, wirklich richtig stark, Meta stark, Alphabet stark, Apple stark, da werde ich gleich auch nochmal mit Oliver Roth darüber sprechen, ja, der Nasdaq heute auch wieder außer Rand und Band. Ja, muss man sagen, da geht es weiter nach oben. Klar, alles, was natürlich mit Technologie, mit Speichermedien, mit Speicherchips zu tun hat, das ist natürlich momentan gefragt. Und der Nasdaq 100 hat heute ja auch ein neues Mitglied bekommen, und zwar uns allen altbekannt. Die gute Linde PLC hat sich ja aus Deutschland schon im letzten Jahr aus den DAX 40 wegen der Regularien hier verabschiedet. Und heute wird man sogar in den Nasdaq 100 aufgenommen. Ja, dann noch kurzer Blick nach China zum Hang Seng. Ja, der rappelt sich auch allmählich so ein bisschen nach oben. Aber hier sehen wir im Chart, über die 17.000 Punkte muss es gehen. Ich werde gleich auch nochmal über die frischen Konjunkturdaten aus China mit Oliver reden.
Da stirbt die Hoffnung zuletzt. Es gibt durchaus Marktteilnehmer, die jetzt auf den China-Turnaround setzen. Ja, wie siehst du das? Ja, mein Gott, meine China ist natürlich eigentlich immer eine Wachstumslokomotive gewesen. Wir wissen ja eigentlich auch nur, dass das Thema kommunistische Partei Xi Jinping halt eben ein bisschen schwierig in China ist. Aber ansonsten haben die Chinesen natürlich jede Menge an toller Firmen aufzubieten und könnte schon durchaus sein, dass die Börse gerade in China, der Hang Seng halt eben mal wieder nach oben läuft, wenn er jetzt noch Kraft und Saft kriegt und wenn die Regierung halt eben tatsächlich ihre Programme auch durchsetzt. Da geht es natürlich auch um auf der einen Seite Arbeitsplätze zu schaffen, auf der anderen Seite natürlich auch um Wohnraum. Sollte das aber gut gelingen, kann ich mir vorstellen, dass die chinesische Börse, der Hang Seng, durchaus mal wieder versucht, Anschluss zu finden. Ja, Mick, bevor wir jetzt zu Oliver kommen, du hast noch mal die wichtigsten Termine der Woche natürlich für uns. Außer der Zinssenkung jetzt, der Zinsentscheidung, ich sag schon Zinssenkung, am Mittwoch. Ja, was steht denn noch auf der Agenda? Ja, du willst auch schon wieder die Zinsen gesenkt haben. Ja, da warten ja viele drauf. Aber wie gesagt, das dürfte am Mittwoch noch nichts werden. Nein, schauen wir direkt mal nach morgen. Schauen wir auf den Dienstag. Da bekommen wir von Fraport noch die Jahreszahlen. Amadeus Fire, Deutz mit Jahreszahlen, Deutscher Euroshop noch mit dabei. Und morgen konjunkturseitig der ZEW-Konjunkturindex. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der Deutschen Wohnen, mit Indus Holding, Seal Network, PVA Tepler noch mit dabei. Und Zahlen, Q4-Zahlen von BioNTech. Dann am Nachmittag aus Vereinigten Staaten General Mills und Micron Technology. Und auch aus der Konjunkturseite Erzeugerpreise, Bauproduktionen und aus dem Euroraum das Verbrauchervertrauen. Und wie angesprochen, Mittwoch 19:30 die Konferenz, Pressekonferenz mit Jerome Powell. Donnerstag dann Heidelberger Materials, Knorr-Bremse, Nemetschek, BMW mit den Jahreszahlen, 1&1 mit den Jahreszahlen, Foslo, LPKF Laser, also jede Menge los. Und dann am Nachmittag, Abend wird es dann auch nochmal in den USA spannend, nämlich Zahlen von FedEx und von Nike erwarten uns da noch. Und dann schauen wir schon auf den Freitag. Dann haben wir noch Fresenius Medical Care, SGL Carbon und Hensoldt. Hensoldt ja eine der Aktien, die wirklich hervorragend gelaufen sind. Und am Freitag Konjunkturdaten im Rahmen des IFO-Geschäftsklimaindex. Ja, Mick, Neuigkeiten natürlich, was dich betrifft. Du wirst ab sofort unsere Aktienlos-Community nach Möglichkeit Börsen täglich auf dem Laufenden halten. Ja. Also kurz und knackig. Dein Tagesbriefing hier auf der Aktienlust, da freuen wir uns sehr drauf. Morgen geht's praktisch los, ja. Und immer so am frühen Nachmittag werden wir das hier natürlich ausstrahlen, damit unsere Zuschauer immer wissen, was an der Börse gerade los ist. Ja, Aktienlust, das Börsenupdate in Zukunft halt eben dann kurz über den deutschen Markt, kurz über das, was wir aus Amerika am Nachmittag erwarten oder was auf der Agenda steht. Also jede geballte Menge an Informationen. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Ausführungen, lieber Mick. Und danke, wie gesagt, euch. Morgen geht's weiter. Beste Grüße an dich, ans Studio und natürlich an Oliver Roth. Ja, liebe Zuschauer, wir haben heute ein bisschen umschmeißen müssen. Ja, der Oliver Roth natürlich ein sehr gefragter Mann aktuell an der Börse. Wie gesagt, wichtige Daten stehen natürlich auf der Agenda. Und mit ihm wollen wir heute nicht nur über das Thema Zinsen sprechen, nicht nur über das, was gerade in Deutschland los ist. Wir wollen auch über dieses spannende Thema reden, was heute wirklich die KI-Welt ja fasziniert und elektrisiert neu. Vielleicht ist da jetzt die nächste Kaufwelle drin. Und hier begrüße ich Oliver Roth. Hallo Oliver. Servus. Könnt ihr mich gut hören? Ja, Oliver, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, die neue Woche beginnt und wie soll das anders sein im Vorfeld einer FED-Sitzung? Ja, da begibt man sich lieber in Hab-Acht-Stellung so in Gänse gesehen. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch vernünftig, denn es geht ja an dieser Stelle eher darum, wie die FED sich in ihrer Pressekonferenz äußern wird. Es ist absolut nicht zu erwarten, dass es hier zu Zinsveränderungen kommt, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Wetten, die gerade Ende letzten Jahres geschlossen wurden, nämlich darüber, wie stark denn die Zentralbanken, hauptsächlich die Federal Reserve und die EZB, ihre Zinsen werden senken in 2024,
Und da waren zwischen 3 und teilweise sogar 5,5 Zinsschritten die Rede. Und jetzt wird natürlich schrittweise immer mehr Butter bei die Fische gegeben, denn es wird sich letztendlich dann doch zeigen, wie viele Schritte sind es denn und wie sind denn die Wetten dann auch unter dem Strich dann gut gegangen. Und da geht es eben zwischen den Zeilen zu lesen, bei dieser Sitzung jetzt, Federal Reserve Bank, wann werden die Zinsen sinken und vor allen Dingen, wie weit werden sie fallen? Und das sind weiterhin die großen Themen, die am Markt zumindest eher ein bisschen vorsichtig genommen wurden. Da sind die Zinsen sogar angestiegen bei den US-Staatsanleihen und eben auch bei der 10-jährigen Bundesanleihe. Du sagst es, also die Erwartungen, die schrumpfen derzeit wieder an diese Zinsschritte. Maximal von dreien ist mittlerweile die Rede. Im Schnitt 62 Basispunkte preist man da jetzt ein. Ja, die US-Wirtschaft ist offensichtlich zu robust und Jerome Powell, dem ist das alles auf der Preisfront noch nicht nachhaltig genug nach unten gerichtet. Ja, beide Zentralbanken haben natürlich durchaus großen Respekt vor der Lohnpreisspirale. Die jeweiligen Tarifabschlüsse, gerade auch in Europa, die sind noch nicht ganz übersehbar. Da ist man ja teilweise wirklich zweistellig. Und da hat man durchaus Respekt davor, dass eben, wenn man so will, verspätet über die kalte Küche wieder inflationärer Druck entstehen könnte. Deswegen ist man da vorsichtig. Und du hattest es richtig gesagt, in Amerika, da läuft es eigentlich wie geschnitten Brot. Die Wirtschaft ist ziemlich robust auf Wachstumskurs. Wir haben eine Art Vollbeschäftigung, was in den USA ein hohes Maß ist, eben auch ein Parameter für die Notenbank. Das ist in Europa anders. Da ist die Vollbeschäftigung Teil des Ziels der Politik der Notenbank. Da sind wir irgendwo zwischen 3,8 und 3,9% aktuell, also nahezu Vollbeschäftigung in den USA. Und da ist natürlich dann die ganz große Frage, wenn gleichzeitig die Inflation zurückkommt, ja, warum sollen Sie denn die Zinsen senken, wenn doch alles gut läuft? Und nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, eher Minimum 3 Zinsschritte unternommen werden, wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob das alles dieses Jahr stattfinden wird. Also du triffst eigentlich den Nagel auf den Kopf und das ist eigentlich auch unsere Auffassung. Ich meine, wir haben diese Niedrigzinsphase hinter uns gelassen. Die Notenbanken haben jetzt eigentlich das Heft des Handelns wieder in der Hand. Die haben endlich wieder einen Zins, wo sie regulieren können, wo sie eingreifen können. Und warum sollten sie das einfach so, ja, ohne Grund tun? Also von daher, die Amerikaner sind da weitaus weniger unter Handlungsdruck als die Europäer. Ja, wir haben hier natürlich lange nicht diese Konjunkturstärke wie die Amerikaner, aber vielleicht kommt uns die Inflation ja doch besser entgegen als den Amerikanern, weil wir haben jetzt ja frische Inflationszahlen jetzt wieder gekriegt. Die jährliche Inflationsrate ist jetzt auf 2,6% gesunken. Da hat die EZB vielleicht doch wieder etwas mehr Puffer, an der Zinsschraube was zu machen. Das ist zweifelsohne so. Der Druck ist auf jeden Fall bei der EZB deutlich größer aktuell wie bei der Federal Reserve Bank. Unterm Strich bleibt aber auch, dass die Notenbanker ja nicht nur, wenn man so will, die internen Rahmenbedingungen sich anschauen, innerhalb eben des Währungsraums, sondern sie müssen natürlich auch schauen, dass sie eben ein vernünftiges Verhältnis dann auch zu den amerikanischen Zinsen haben. Es ist meines Erachtens nicht wirklich, wie soll ich es beschreiben, extremst wahrscheinlich, dass wir hier in Europa 2 oder 3 Zinsschritte übernehmen oder unternehmen und in Amerika erfolgt da nahezu nichts. Das ist eher unwahrscheinlich, wenn man gerade auch das Euro-US-Dollar-Verhältnis sieht. Da will man ein hohes Maß an Stabilität auch gewährleisten. Also auch das ist letztendlich ein Parameter für diese Zinsveränderung. Von daher glaube ich unterm Strich, dass es so kommen wird, dass die Fed die Zinsen senken wird. Sie werden sie allerdings nicht besonders aggressiv senken. Und die Frage ist, ob die EZB dann den Mut hat, die Zinsen dann doch stärker zu senken. Das wird man abwarten. Unterm Strich glaube ich, wir werden Zinssenkungen sehen auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich bin aber von Anfang an skeptisch gewesen, ob die Euphorie des Ende des letzten Jahres tatsächlich substanziell war. Da war ich eher kritisch und ich glaube, das wird sich jetzt eher bestätigen auch. Ich glaube ja, Robert Habeck und die Ritter der Ampelrunde, die blicken ja jeden Tag sehnsüchtig nach China, dass dort die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, weil es ist natürlich für Europa ein zunehmend wichtiger, wenn nicht der wichtigste Absatzmarkt überhaupt. Ja, da gab es heute frische Konjunkturdaten, ja, Industrieproduktion 7% hoch, erwartet war nur 5,3, auch der Einzelhandelsumsatz, ja gut, so wie erwartet. Arbeitslosenquote, wie wertest du aktuell die Lage in China und
Werden die Chinesen vielleicht uns stützend helfen, weil sie vielleicht monetär mehr machen? Genau, Sie haben ja geldtechnisch schon einiges an Zinssenkungen vorgenommen, um eben hier auch einen Gegenpol gegen diese wirtschaftliche Flaute zu unternehmen. Das ist zweigeteilt. Wir sehen natürlich in China weiterhin Nachholbedarf über das Jahr hinaus. Das ist nämlich knapp etwas mehr als ein Jahr her, dass man sich dort geöffnet hat gegenüber Corona. Da hatte man in 23 gehofft, dass es da große Nachholeffekte geben wird. Da wurde man massiv enttäuscht. Man kann sich das im Index auch als Spiegelbild anschauen. Da haben wir im Nasdaq beispielsweise letztes Jahr 44% hinzugewonnen, im DAX 20% hinzugewonnen. Und im Hongkong-Index Hang Seng haben wir 18% verloren. Da sieht man, wie doch die Bewertung ist. Und das Hauptproblem, das die Chinesen haben, ist nicht mal so sehr die wirtschaftliche Dynamik, sondern es ist, wenn man so will, die Investitionsbereitschaft. Denn hier wurde wahnsinnig viel Geld in eine Blase, nämlich in eine Immobilienblase, investiert. Viel war dort staatlich subventioniert und auch staatlich reguliert. Und jetzt hat man so ein kleines bisschen, ich will noch nicht so weit gehen, dass es so diese japanischen Effekte der 90er Jahre hat und alles, was danach kam, nämlich eine klare Stagnation. Aber man hat zumindest solche Effekte im Moment. Und da gilt es, den Markt zu bereinigen. Und da haben ja die Chinesen auch schon Bereitschaft da gesendet, dass sie da durchaus sich vorstellen könnten, doch das eine oder andere Unternehmen auch pleite gehen zu lassen, wenn es denn tatsächlich nicht mehr geht. Also da ist eine Marktbereinigung in diesem Bereich eben im Gange. Und das schwächt eben die Dynamik und die wirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube deshalb, weil diese Probleme noch nicht bereinigt sind, dass wir uns nicht zu sehr auf die Chinesen verlassen sollten. Denn ich glaube tatsächlich, die haben so viele eigene Probleme. Und das könnte durchaus noch weit ins Jahr 2024 anhalten. Ja, es sind keine gute Voraussetzungen, die du schilderst für die deutsche Wirtschaft, weil die Hoffnung muss dann letztendlich darauf gerichtet sein, dass man es selber in die Hand nimmt und schafft. Aber da sieht es ja ganz düster aus. Wir haben heute neue Daten von den Baugenehmigungen in Deutschland. Die Baubranche ja wirklich sehr, sehr kritisch zu sehen. Letzte Woche das Institut für die Wirtschaft vor einer Deindustrialisierung Deutschlands gewarnt. Ja, also die Direktinvestitionen aus dem Ausland in Deutschland lassen besorgniserregend nach. Hingegen gehen deutsche Investitionen mehr und mehr ins Ausland. Ja, wie siehst du diese Situation? Kommt da noch viel Ungemach auf uns zu? Ja, weil das, was wir hier angestoßen haben und wo wir nicht entgegengesteuert haben politisch, das hat natürlich Nachhall. Und das wird auch jetzt nicht, beispielsweise wäre denn ein Regierungswechsel, wie auch immer, der wirklich aussehen soll, weil die Mehrheiten ja meines Erachtens eine der aktuellen Regierungsparteien ja wieder in irgendeiner Form in Lohn und Brot bringen in der Regierung. Wenn wir das also sehen, dann wird es nachhallen, das, was jetzt nicht entschieden wurde teilweise. Und andere haben in diesen 4 Jahren dann andere Länder nicht geschlafen. Wenn man gerade mal auch Joe Biden mit seinem Inflation Act nimmt, wo wahnsinnig viele Unternehmen eben jetzt auch hingezogen werden, auch deutsche, große, mittelständische Unternehmen, wie Schaeffler jetzt beispielsweise zuletzt, lieber dann auch doch in Amerika anfangen zu produzieren, denn da ist der Markt. Da kann man eben auch günstig produzieren und kriegt eben noch steuerliche Unterstützung. Das wird uns auf jeden Fall nachhaltig auf Füße fallen. Man kann nur hoffen, dass der Schaden jetzt, der zweifelsohne schon angerichtet ist, nur eingegrenzt werden kann. Aber nochmal, dafür bedürfte es einer völligen neuen Form der Wirtschaftspolitik. Und da sehe ich nicht unbedingt Mehrheiten bei einer Neuwahl. Und von der aktuellen Regierung erwarte ich das nicht mehr. Deswegen habe ich das Thema gar nicht aufgebracht, sondern ich glaube, wenn überhaupt, dann bräuchte es eine neue Regierung. Aber wie sollte die denn aussehen? Mit einer CDU geführt, die bräuchten die Grünen oder eben die SPD für eine Mehrheit. Und dann hätten wir doch schlussendlich keine wesentlichen Veränderungen, sondern nur wieder Kompromisse. Sehe tatsächlich große Schwierigkeiten auf Deutschland zukommen, auf den Wohlstand Deutschlands zukommen. Und wenn wir es nicht schaffen, wirtschaftspolitisch ganz besonders, einen anderen, aber auch dann klaren Kurs konsequent zu verfolgen, dann kann ich tatsächlich die Bedenken mitteilen.
Ja, und trotzdem hält sich der DAX tapfer. Eigentlich das Dilemma sehen wir ja in der zweiten Reihe, MDAX, SDAX. Ja, hängt natürlich damit zusammen, Oliver, dass die DAX-Unternehmen eher Global Player sind, ja, und letztendlich nicht so sehr hier auf die Situation in Deutschland angewiesen sind. Genauso ist das. Es gibt nebenbei auch im DAX eine Zweiklassengesellschaft, kann man an der Stelle auch sagen. Aber wenn man gerade mal vielleicht mal einen Fußballbild ist, dann ist der DAX die erste Liga. Und natürlich spielen da viele auch Champions League von diesen Unternehmen, weil sie international top aufgestellt sind. Es gibt ein paar Unternehmen, die spielen tatsächlich gegen den Abstieg. Die haben dann in der Regel auch mit Immobilienbereichen beispielsweise auch zu tun. Und wir haben über Bauwirtschaft gerade gesprochen. Dieser ganze Bereich, diese ganze Branche leidet natürlich massiv unter gestiegenen Energiekosten, unter gestiegenen Baukosten, Materialkosten und natürlich unter den gestiegenen Zinsen. Positiv wäre im DAX, dass die Gewinner im DAX relativ breit über Branchen übergreifend aufgefächert sind. Das ist tendenziell eher gesund. Aber du hattest es gesagt, es ist zum Schluss eben auch eine Zweiklassen-Dreiklassengesellschaft in diesen deutschen Unternehmen. Die einen, die eben international aufgestellt sind, die haben den DAX größtenteils repräsentiert. Im MDAX haben wir ja nur in Anführungsstrichen nur 7 oder 8% im letzten Jahr hinzugelegt. Das zeigt ja schon auch hier, wie groß diese Spanne ist zwischen erfolgreichen Unternehmen international und doch mehr fokussiert auf europäischen und deutschen Markt im zweiten Teil. Und dann haben wir noch gar nicht über die Unternehmen gesprochen, die ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, nämlich wirklich der breite Mittelstand, der massiv unter diesen ganzen Bereichen, unter diesen Rahmenbedingungen, über den rabenschwarzen Rahmenbedingungen letztendlich leidet. Und deshalb habe ich ja von einer neuen Industrie- und einer Wirtschaftspolitik gesprochen, die letztendlich auch ein Stück weit die Stimmung aufhellen muss. Also da muss ein Ruck her, da müssen Leute her, die letztendlich auch Kompetenz verstreuen. Und wir haben das bei der Verteidigungspolitik gesehen, dass der Herr Pistorius einfach einen guten Job macht, PR gut macht, überzeugend wirkt und plötzlich hat man da die Hoffnung, dass hier was vorangeht. Also es geht nicht nur um die Person, es geht auch um die Art der Politik, aber da könnte man durchaus mit einem neuen Mann nach den Wahlen wohlgemerkt sicherlich für Furore sorgen und in die richtige Richtung gehen, aber so ein kleines bisschen fehlt einem da halt der Glauben. Ja, richtig voran. Und da geht es eigentlich um das heutige Schwerpunktthema, geht es wieder mal im Bereich künstliche Intelligenz, KI. Natürlich, aktuell spielen wir da so gut wie gar keine Rolle. Ich meine, immerhin nutzen wir die KI. Kam jetzt ja auch die Meldung, dass Bayer sogar von KI-Tool von Microsoft jetzt benutzt, um in der Agrarsparte letztendlich Fortschritte zu erreichen. Da arbeitet man zusammen, aber heute gab es dann eine Meldung, die wirklich elektrisiert hat, die vielleicht neue Fantasie weckt, nämlich Alphabet, ja, wird wahrscheinlich seine KI-Technologie namens Gemini für iPhones von Apple bereitstellen. Apple und Alphabet führen intensive Gespräche, kam jetzt raus und beide Aktien gehen heute richtig nach oben, steil nach oben. Wie wertest du diesen Schritt für den ganzen Sektor? Ja, das ist ein weiterer positiver Schritt. Ich meine, wir haben ja schon Euphorien in all diesen Jahren. Ich bin wirklich seit über 30 Jahren dabei, habe ich unheimlich oft schon Euphorien miterlebt. Und eine Euphorie ist etwas, wo einfach eine Fantasie geweckt wird, Bilder geweckt werden, Hoffnungen geweckt werden. Oft sind diese eben nicht wirklich danach substanziell unterfüttert worden. Ich nenne jetzt nur mal die Blockchain-Technologie, die wurde gehypt ohne Ende und die praktische Umsetzung letztendlich hat dann doch im Nachhinein stark gehadert. Bei KI sehe ich es tatsächlich völlig anders. Wir sehen hier einen Schub von Investments hin zu KI. Wir sehen Unternehmen in allen Bereichen, die Gelder freimachen. Wir haben über Investitionsstau in Deutschland gesprochen. Wir reden natürlich auch hier nicht von deutschen Unternehmen größtenteils, sondern eben doch sehr, sehr stark auch von US-amerikanischen Unternehmen. Aber auch in Deutschland, SAP beispielsweise, investiert in diese KI. Also hier wird wirklich Geld in die Hand genommen, hier wird wirklich diese Idee direkt umgesetzt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ideen und Ansätze, wo diese KI sich letztendlich dann auch auszahlt, ob das natürlich jetzt bei den Halbleitern sind, bei den Speicherchips ist. Nvidia, eine ganz große Erfolgsgeschichte die letzten 1,5 Jahre. Wir sehen es natürlich auch bei den anderen Magic Seven, die ganz groß eben marschieren.
Und jetzt hattest du es gesagt, es arbeiten eben nochmal zwei dieser großen Google und Apple eben auch an der Stelle dann zusammen. Da sieht man, welche Bewegung das mit sich bringt, wie viele Milliarden, Hunderte von Milliarden jetzt in diesen Bereich investiert werden. Aber man sieht eben auch schon erste Ergebnisse. Und das ist dafür, dass das erst, ich sag mal, vor einem knappen Jahr richtig aufkam mit ChatGPT, diesem Programm, ist das ein Wahnsinn. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich an Aktienmärkte aktuell glaube. Natürlich nicht so sehr wegen den deutschen oder europäischen Rahmenbedingungen und Wachstumsmöglichkeiten, sondern deshalb, weil KI eben das tut, was ich gerade gesagt habe. Gelder locker macht, direkte Umsetzung, jeder sieht das. Das heißt, es ist keine Fata Morgana, es löst sich nicht einfach wieder auf, sondern diese Bewegung wird uns erhalten bleiben. Und damit einhergesehen wird auch der Aktienmarkt und die Aktienmärkte vorerst zumindest weiterhin von diesem Bereich profitieren. Und da ist der letzte Punkt, den du gerade eben genannt hast, ein weiterer Puzzlestein, ein großer Puzzlestein an dieser Stelle, um weitere Gelder zu generieren. Also es gibt ja Analysten, die sagen, das ist eine neue Revolution, wirklich ein neuer Megatrend, der hier entsteht, weil eben in allen Bereichen investiert wird. Man sieht es Bayer in der Agrarwirtschaft, ja, in der Pharmaindustrie gibt es Kooperationen. Ja, überall tut sich da Gewaltiges. Und wenn man jetzt die eigenen Kinder ansieht, für die ist ChatGPT schon völlig Alltag geworden. Die machen da schon mit rum, das ist fantastisch mit anzusehen, wie sich da wirklich etwas dynamisiert. Und natürlich die Aktien, die man da haben muss, die findet man wirklich in den USA. Wenn wir uns die Alphabet-Aktie anschauen, heute schon wieder bei $150 und mehr. Also das ist hier die blaue Linie im Chart eingezeichnet. Da sind wir schon wieder auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Ja, und auch Apple legt heute ordentlich wieder zu, über $176. Und ich meine, da haben wir zuletzt ein paar Federn lassen müssen bei Apple. Ja, da war ja ein bisschen rückläufig gewesen wegen eben der nachlassenden iPhone-Produktion oder iPhone-Absätze in China. Aber bei Apple war in der Vergangenheit immer auch phasenweise, man hat ein bisschen eine Phase gehabt, wo man ein bisschen weniger, aber die nächste iPhone-Generation, vielleicht auch mit neuen Anwendungen, Sachen KI, die kann schon wieder einen neuen Mega-Absatz und eine Mega-Nachfrage erzeugen, Oliver. Ja, Apple ist dieses Jahr ein bisschen holprig ins Jahr gestartet, weil sie von, ich glaube, Barclays war es, heruntergestuft wurden, weil die nicht so sehr an den Erfolg von dem neuen Apple geglaubt haben. Und da gab es im Januar gerade ganz besonders schon ein paar eher auch schwache Tage. Und grundsätzlich, wenn ich davon rede, dass KI eben hier ein Treiber ist, dann und Euphorie aktuell eher nicht vorhanden ist, sondern nur Optimismus und den halte ich für größtenteils begründet. Das bedeutet nicht, dass es ein paar Trittbrettfahrer an Firmen gibt, die sicherlich nicht von der KI so profitieren werden, wie sie A versprechen und B daran glauben. Also natürlich gibt es auch Unternehmen, die nicht so wirklich daran partizipieren werden, die hier vielleicht aber momentan noch gesetzt sind. Man muss dann schon auch ab einem bestimmten Punkt tatsächlich separieren, welche Unternehmen wirklich bei KI vorne weglaufen und profitieren und wirklich diese Investments auch erhalten und welches dann nicht sind. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen, dass man hier wirklich im großen Rahmen aussuchen muss und picky sein muss, sondern im Moment gibt es eben diesen großen, ganzen Trend und man kann im Moment auch noch nicht sagen, welche Unternehmen dann irgendwann mal abgehängt werden. Es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo die Bäume eben nicht mehr den Himmel wachsen. Wenn wir Nvidia sehen, die haben letztes Jahr 240% hinzugewonnen. Allein in diesem Jahr, und das war Stand letzte Woche, wer weiß, wo sie jetzt schon liegen, waren es 94%, die sie zugelegt haben. Da werden auch irgendwann mal eben die Bäume nicht in den Himmel wachsen können. Dennoch, dieser Trend wird uns zumindest mal noch die nächsten Wochen und Monate meines Erachtens tragen und uns Rückenwind geben für die gesamten Märkte. Und natürlich, wenn dieser Trend abflaut, kann durchaus in der zweiten Jahreshälfte sein, dann werden wir uns natürlich auch wieder mit, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen trockenem Brot und trockenen Krugen auseinandersetzen müssen und den eben zu uns nehmen müssen. Dann ist die Phase von Champagner und Häppchen dann auch vorbei. Mag aber auch sein, dass der Trend noch länger anhält. Im Moment sehe ich auf jeden Fall mal für die nächsten Wochen den Trend ungebrochen positiv, eben hauptsächlich aufgrund der Hoffnung, Zinsen fallen und KI. Der Trend geht weiter.
Ja, und heute könnte ja schon der nächste Impuls erzeugt werden. Es läuft ja gerade schon die neue Entwicklerkonferenz bei Nvidia und Nvidia-Chef Jensen Huang will ja heute Abend die neuen Durchbrüche im Unternehmen, eben in den Bereichen KI, beschleunigtes Rechnen und so weiter vorstellen. Und dann geht es ja wirklich ein paar Tage jetzt um dieses Thema. Das kann natürlich wiederum neue Impulse sorgen. Und vielleicht läuft dieses Jahr ja so wie so ein klassisches Börsenjahr, dass wir bis in Mai hinein noch mit Dynamik weiter wachsen und dann erst über den Sommer hinweg vielleicht mal ein bisschen federn lassen. Ja, das würde vom Timing her mit den Notenbanken halt zusammenpassen, denn wir hatten darüber gesprochen, Preis-Lohnspirale, die werden jetzt erstmal abwarten, wie diese Tarifverhandlungen laufen, in Europa zumindest. Die werden sich anschauen, wie die Arbeitsmarktsituation in Amerika ist. Das ist das, was die Fed macht. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass trotzdem die Inflation weiter fällt, und in Amerika gab es da schon auch soweit in den letzten Wochen, Monaten eine Stagnation, eher eine Seitwärtsbewegung, knapp über 3% Inflation, dann wird man im Sommer eben diese Entscheidung treffen. Und dann wird Richtung Juni, Juli, spätestens im August, werden die Märkte erwarten, jetzt muss was passieren. Passiert da nichts, kann es tatsächlich dann auch hier mal zu einer Beruhigung der Märkte kommen, auch bei KI kommen, weil man braucht natürlich auch viel Geld. Das Geld hat man nicht immer alles flüssig, sondern das leiht man sich eben auch von Banken. Und wenn da eben die Zinsen hoch bleiben, dann würde das auch ein Stück weit eben dann die Investments bremsen. Das ist so dieser Gesamtkontext auch bei Technologie. Von daher würde das, was du gerade als Szenario beschrieben hast, bis Mai läuft's, dann gibt es die Sommerpause und dann muss man letztendlich auch mal Butter bei die Fische geben und sagen, was machen nun mal die Notenbanken? Liefern die das, was die Märkte eingepreist haben? Da kann es dann zu einer Stagnation kommen. Schauen wir mal. Aber das ist durchaus ein aktuell zumindest meines Erachtens wahrscheinliches Szenario. Sagt Oliver Roth. Ja, lieber Oliver, vielen Dank, dass du heute hier bei uns in der Sendung warst. Ich hoffe, das war nur die Premiere für zukünftige Schaltungen. Dir vielen Dank nach Frankfurt. Ciao und Servus, viel Spaß noch. Ja, liebe Zuschauer, das war Oliver Roth und ihr seht, das ist ja das, was wir hier montags euch immer wieder präsentieren wollen. Auch mal neue Gedanken, neue Gesichter, wechselnde Sichtweisen, weil am Ende des Tages ist einfach die Börse ja kein Wunschkonzert. Sie ist letztendlich etwas, was immer wieder uns neu greift, neu bewegt und auch natürlich mit unterschiedlichen Strömungen. Keiner hat eine Glaskugel. Am Ende heißt ja immer der Spruch, der Markt hat immer recht. Ja, auch immer recht haben will natürlich ich an der Börse. Das ist immer klar. Manchmal dauert es. So zum Beispiel bei PayPal. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die ich mit euch teilen will. Ja, PayPal macht gerade Roadshow. Ja, die haben ja erstmal ordentlich Leute entlassen. Jetzt stellen sie wieder ein. Ja, und das kommt ganz gut an. Ja, dass man sich jetzt wieder neu beschäftigt oder neu aufstellt. Und man hat ja auch jetzt im Produktportfolio selber an ein paar Stellschrauben gedreht und man will jetzt wirklich hier richtig Gas geben. KGV 11 aktuell, das ist nicht viel. Und wenn wir uns die Aktie im Chart anschauen, ja, nach dem neuesten Schub heute wieder 3% hoch. Also heute haben wir auf jeden Fall den Sprung nachhaltig über die 200-Tage-Linie geschafft. Und wenn es dann mal über die 68 Dollar geht und die 200-Tage-Linie dann auch wieder nach oben dreht, dann kann man sagen, die Trendwende ist endgültig vollzogen. Also das ist etwas, was ich liebe, solche Formationen. Und wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass auch hier irgendwann ich wieder darüber sprechen werde. Wisst ihr noch damals, als ich so nachhaltig euch das mit PayPal erzählt habe? Ich bleibe da definitiv zuversichtlich. Hier wird schon im Chat natürlich, und das ist ja auch das Schöne an unserer Community, es geht ja. Und das werden wir auch künftig übrigens bei unseren zukünftigen Aktienlust-Shows beibehalten. Es wird live bleiben. Ja? Wie? Lasst euch überraschen, wir machen es live. Wir lassen uns da nicht unterkriegen und wir werden miteinander chatten. Ja, Adobe, es ist immer so, natürlich, letzte Woche gab es Zahlen, die haben erstmal enttäuscht, nicht mal so sehr, ich glaube eher, es war der Ausblick, aber auch hier geht nicht so, da dürft ihr jetzt nicht sagen, Mensch, jetzt ist die Adobe-Story vorbei, wir haben eine tolle Entwicklung, jetzt haben wir mal einen Rückschlag, also da bleibt alles beim Alten, lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen.
Was mir jetzt auffällt, und das sind zwei Dinge, die möchte ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben, wieder was Neues, ja, weil, wie gesagt, jetzt geht es ja darum, vielleicht auch schon mal allmählich den Horizont wieder ein bisschen zu erweitern. Ich habe ja davon gesprochen, dass ich mir ein bisschen die Solartitel wieder anschaue, ja, und à peu investiere, was ich aktuell mache. Ja, weil niemand sich dafür interessiert und das ist für mich immer spannend. Wir haben ja schon ein bisschen so bei SMA Solar so Anstiege gesehen, bei anderen Titeln auch, aber das ist erst am Anfang. Was ich jetzt auch wieder allmählich spannend finde, sind Rohstofftitel. Ja? Der Lithiumpreis, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, zuletzt 19%, 20% wieder nach oben. Ja, also die Nachfrage steigt, auch wenn es Überkapazitäten gibt. Und ich bleibe dabei, Lithium ist lange nicht so selten, wie man denkt. Und man plant ja auch schon mit neuen Batterien. Aber ich glaube, dass das immer noch ein Markt ist, in dem man in den nächsten 5 Jahren, 7 Jahren Geld verdienen kann. Und von daher kann man sich jetzt auch wieder mit dem Weltmarktführer beschäftigen, mit Albemarle. Also wir blenden mal den Chart ein. Dort seht ihr natürlich die Bodenbildung im Bereich von $120. Also das finde ich eine spannende Aktie in dem Bereich. Wie gesagt, warum nicht auf die Nummer 1 setzen? Machen wir ja sonst auch. Und nicht so sehr auf diese gehypten Aktien, die überall erwähnt werden. Hier finde ich das auch wieder spannend. Also ich werde da auf jeden Fall mich wieder ein bisschen engagieren in dem Bereich. Und wo ich auch schon immer dabei bin, ein bisschen bei ein paar Rohstoffaktien und auch Kupfer ist ja angestiegen. Ja, seit Mitte Februar ist der Kupferpreis um 12% hoch. Und das hängt eben damit auch zusammen, dass führende Kupferraffinerien Chinas letzte Woche Produktionskürzung für unrentable Anlagen beschlossen haben. Und peng, geht der Preis wieder hoch. Ja? Und das bringt natürlich die führenden Unternehmen wieder nach vorne, vor allen Dingen die diese ganze Wertschöpfungskette bedienen. Und da gefällt mir vor allen Dingen Freeport-McMoRan. Und wenn wir uns da die Aktie anschauen, da sieht man auch am hinteren Teil, dass die Aktie auch wieder dabei ist, ja aus dieser Seitwärtskonsolidierung nach oben auszubrechen. Ja, Rio Tinto, das schreibt jetzt hier der Yves Geigenmüller, ja, finde ich natürlich auch interessant. Also Rohstoffaktien, generell wieder ein Thema, was man ins Auge fassen kann. Palo Alto ist fraglich, Lausitz, ich weiß nicht, wahrscheinlich diskutiert über Cybersecurity. Also dieses Thema letzte Woche bei uns, ja, das hat mich dazu bewegt, dass ich heute schon, morgen habe ich bei mir bei Cybersecurity aufgestockt nochmal. Ja. Also nur auch das nochmal zum Verständnis, ich bewege mich aktuell eher auf Liquiditätsaufbau, aber das schließt nicht aus, dass ich hin und da trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten verändere, teilweise etwas reduziere, teilweise etwas aufbaue, halte aber meine Liquidität so zwischen 10% und 12% aktuell. Für mich ist das viel, muss ich dazu sagen. Ja. Damit möchte ich auch euch kundtun, dass wir eher in einem guten Marktumfeld sind. Und Oliver Roth hat es ja eben auch geschildert. Niemand weiß, wie lange diese Party geht. Scheinbar geht sie noch eine Weile. Wir haben ja diese Rotation aktuell. Das finde ich sehr, sehr gut. Alphabet jetzt wieder fest. Die haben ja die ganze Zeit ein bisschen geschwächelt. Vielleicht kommt jetzt Apple in dem Sog auch wieder nach oben. Ja, andere, da gibt es mal Gewinnmitnahmen heute. Supermicro -7, -8%. War vorhin der Fall. Kann es natürlich jetzt auch schon wieder anders sein. Das ist normal und das ist gut. Und das ist eigentlich eine gesunde Entwicklung und dafür stehend, dass wir noch eine Weile uns gut nach oben hangeln können. Und die neue Berichtssaison ist ja auch nicht mehr ganz so weit. Ja, ab Mitte April geht es dann schon wieder los. Dann könnte noch mal ein bisschen frischer Wind und frische Impulse kommen. Und von daher glaube ich, dass man sich hier ganz gut mit beschäftigen kann. Der Ben spart monatlich Albemarle an. Ja, das ist gut. Enphase auch. Das ist ja sowieso ein Thema, ja, also wo ich immer dafür bin. Es ist langweilig für die, die wirklich in Aktien investieren, aber macht vor allem für eure Kinder Sparpläne. Ja. Wenn ihr gar nichts wisst, ETFs, ja, am besten auf dem Nasdaq oder MSCI World und wenn ihr ein bisschen was wisst, dann in die Unternehmen, ja, in die Giganten, in eine Alphabet, in Meta und so weiter und so fort, Apple. Da macht ihr nichts falsch, Amazon natürlich. Einfach 25 Euro Monat für Monat. Da werden eure Kinder später viel Spaß haben und dann auch weiter bei Aktien bleiben.
So, ich gucke nochmal, Vertiv mit mit Supermicro vergleichbar. Ja, Ralle, keine uninteressante Aktie, da ist der Cliff ein großer Fanblon von. Das werden wir auf jeden Fall hier sicherlich auch demnächst mal hier auf dem Schirm bringen. Ja, Meyer Burger, Ralle, das ist, ich bleib dabei, ich glaube Europa, wir kriegen aktuell in vielen Bereichen einfach nichts auf die Kette. Das ist einfach so. Ja, also zum Prozedere. Ihr habt das jetzt also mitbekommen. Unsere Show, also es war wirklich ein Drama, bis unsere IT wieder hier gestanden hat, bis der Zugriff auf die ganzen Netzwerke, das ganze Daten aufspielt. Es ist wirklich ein Drama. Aber ich war heute beim Arzt, ja, nochmal EKG und Kardiologe und wirklich so. Ja, Belastung, also ich habe schon richtig transpiriert heute. Ja, vielleicht sieht man mir das auch noch an, weil ich musste richtig Gas geben. Ja. Und die haben ja auch erzählt, die haben momentan brutalste Probleme, ständig stürzt alles ab, müssen teilweise die Systeme zweimal am Tag hochfahren. Vielleicht ist auch irgendwie Fulda irgendwie unter Beschuss. Ich weiß es nicht. Ja. Also keine Ahnung. Und ich glaube und befürchte, wir werden es auch nicht rauskriegen. Also. Wir haben eine spannende Woche wieder vor uns, ja. Also morgen gibt es auch Neues von der Kryptowoche. Ben und Kate werden wieder an den Start gehen. Natürlich, wir haben letzten Donnerstag in der Show das Thema aufgerollt, ja. Rohan Rehe hat gefehlt. Das holen wir auch nach. Die Woche, wahrscheinlich Freitag, werde ich das Gespräch mit ihm nachholen, damit wir auch das Thema wirklich vollumfänglich abgeschlossen haben. Ich finde es spannend nach wie vor. Da hängt so viel mit zusammen, mit der Blockchain-Technologie, was da alles möglich ist. Das wird sich aufs Bezahlwesen auswirken. Und ich glaube, das sind viele Dinge, vielleicht nicht so schnell, wie das manche Enthusiasten erwartet haben, aber wir sollten uns peu à peu damit beschäftigen. Und das machen wir hier natürlich auf der Aktienlust auch. Natürlich werden wir auch börsentäglich hier über Aktien sprechen. Ab morgen geht es mit dem Mick los, mit seinen Tagesbriefing für euch. Das ist auf jeden Fall immer mal Pflicht, TV dann, sich anzuschauen, was ist denn am Morgen passiert, was steht am Nachmittag an. Das wollen wir euch hier demnächst liefern. Und spannende Formate sind in der Mache. Und da werden wir euch in Kürze mit natürlich hoffentlich auch begeistern. Ja, Börsenshow ist erst mal Pause. Ja, haben wir ja schon in der Sendung angekündigt. Es geht erst wieder Mitte April, also dann nach Ostern los, weil auch ich gönne mir mal nächste Woche eine Woche Auszeit, ja, und werde mich mal ins Nachbarland nach Frankreich begeben und mal dort nach dem Rechten schauen, ob die das mit der IT besser im Griff haben als wir hier. Aber soweit sind wir noch nicht und natürlich lasse ich euch auch aus France nicht allein. Denn an der Börse heißt es nie, rien ne va plus. Ne? Es geht immer was und von daher bleiben wir hier am Ball. Ja, euch allen eine schöne Woche. Wir sehen uns dann morgen in der ein oder anderen Form wieder und macht's gut. Schönen Abend euch. Verfahrene Situation. Wir sind da anders nicht. Verfahrene Situation. Wir sind da anders nicht.